Ah. Ach, jetzt habe ich. Ach, cool. Mit Fell und Seil kannst du dir dann so einen Wasserbehälter bauen. Mit Fell und Seil. Ja. Ich glaube, zwei Felle, ein Seilstück. Wenn man das hier in die Mitte legt, da wird auch nicht Genau. angezeigt, was man daraus craften kann. Nee, Das ist das auch wird ein nicht bisschen. angezeigt, ne? Wo sind denn die Seile da hinten? Ich wollte mir aber eigentlich. Nee, ein Fell, oder? Kann ich den jetzt auffüllen mit Wasser, oder? Jetzt habe ich ein Fell und ein Seil ist dann diese Tasche. Ja. Was sammelt man damit? Nee, das Ach, ist für Steine. eine Wasserflasche. Ja, ich habe jetzt eine Wasserflasche gebaut und dann so ein kleines Säckchen, wo jetzt ganz kleine Steine drin sind. Okay. Keine Ahnung, was das soll. Ich habe auch gerade keine Ahnung. Ja, von mir aus können wir dann Hier weiter. sind auch noch Bären. Ich wollte eigentlich so eine Bärentasche bauen, aber dann kann man die sich nämlich mitnehmen. Aber hier ist aber jetzt. Dichter Wald. Ist das da, Sason? Eventuell ein Höhleingang oder was soll das sein? Da? Oh! Alter! Wo ist denn der? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon mal meine Axt mit Seile versehen. Wollen wir hier hochgehen? Ja, ne? Vielleicht haben wir dann direkt ein Dorf entdeckt. Ja, genau, jetzt muss auch gewittern. Okay, hier Oh. sind ganz viele Totems. Soll man die zerstören? Ja, definitiv. So, da läuft ein Reh weg. Ja, dann können wir nur entweder hier auf dem Berg hoch kraxeln. Ja, Hauptsache, wir finden unsere Base dann wieder. Ah, finden wir auch schon irgendwie. Oh, da ist direkt ein Kollege. Zwei Kollegen. Ich sehe sie. Na! Das sind drei, hier sind zwei bei mir, einer bei dir. Es sind noch mehr, das sind mehr, glaube ich. Sei vorsichtig. Der ist auf dem Stein neben dir! Wir machen gar nichts. Oh, jetzt, okay. Das war unser Fehler. Gut springen. Komm, Mädel. Oh, der Fuß ist Wer ist gebrochen. noch hier? Komm, ich erlöse dich, Junge. So, die hätten wir. Ja. Lassen wir sie mal verrotten. Ah, hier kommen wir zu den Heilkräutern und Heilsamen. Alles gut. Wo denn? Hier waren die. Guck mal, hinter Er dir, ist. links, da. Ach da. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch so was hier ist, was bei mir ist. Kannst du mal gucken? Komm. Ja. Ja.
Und die können wir in unserem Pflanzenbeet dann pflanzen und dann können wir uns immer welche einpacken, wenn wir mal irgendwo hin müssen. Ist ja alles voll. Ja, das ist das gar nicht. Hier ist ja schön. Grün. Bunte Sträucher. Willst du dir eine zweite Base bauen? Nee, erstmal nicht. Ist ja wieder Wasser. Wir sind wieder im Wasser. Ob hier auch Strand ist, oder? Nee. Nee, dann sollten wir da vielleicht nicht runterfallen. Nee, weil dann haben wir ein Problem, müssen wir lange schwimmen. Wo bist du? Ja, hier, bei dir. Ah, okay. Hier war Unheilkräuterstrauch, hier. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, oder? Nö, habe ich nicht gesehen. Zeichner haben mitgenommen. Ach, was bist denn du für ein süßes Viech? Oh, zwei! Ach, die sind ja niedlich. Eichhörnchen. Ja. Lauf nicht weg. Oh, die zu jagen ist, glaube ich... Warte mal, wir brauchen Fell, ne? Ich hab's getötet. Ich kann das Fleisch gar nicht nehmen. Komm. Ah. Ich hab dich doch getroffen. Kannst du das Fleisch einsammeln? Ich hab schon so viel. Ich hab schon zu viel Fleisch. Ich weiß, ich pack jetzt mal hier da Dreh. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch ich hab. Ja, ich brauche nichts mehr töten. Ist egal. Das ist ja bald das Eichhörnchen. Okay, hier ist wieder ein Haus von den. Ja, ich bin bei dir. Was ist das für ein Skelett hier? Das kann man nicht kaputt machen. Ja, jetzt haben wir wieder. Sollen wir uns hier ein Feuer auf erstmal hinstellen? Oder wir gehen nach Hause, weil so weit ist es ja nicht. Oh, da war ein gutes Stück, ne? Echt? Natürlich nicht. Wer ist weil kann mir das. Wir können. Ja, weil ich müsste vielleicht noch ein bisschen Fleisch wieder ablegen. Und ja, dann komm. Bete für Gott, dass wir jetzt nicht überrascht werden. Ich bete. Okay, hier geht's nicht runter. Oder doch, runter geht's schon, aber nicht wirklich sicher. Okay. Ich mach mal meine Axt kurz an. Das ist echt richtig finster, ne? Mhm. Ich habe keine Ausdauer. Ich warte auf dich. Oh, warum ist denn jetzt schon der Stoff hier weg? Jetzt muss ich mir noch mal was bauen. Ich muss auch mal Stoff anmachen. Oh, mir ist kalt. Ich sehe so ein bisschen Gefrierbrand. Ich glaube, wir müssen hier rechts rum, ne? Und den Fels. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ja, wir müssen uns nur jetzt hier an der Dings halten, ne? Oh, wir müssen. Ich muss definitiv ein Feuer machen, ein kleines. Ja. Sonst erfriere ich gleich.
Mir ist auch ein bisschen kalt. So, setzen wir uns mal hin und ohne jetzt uns selber anzuzünden. Ja. Oh, ich dachte gerade, da steht ein Vieh, aber das ist nur ein Reh. Oh. Hallo, Rehchen. Sammelblätter. Ich kann aber noch was essen. So. Ja, ich bin jetzt wieder soweit fit. Oh, jetzt wäre ich fast ins Feuer gerannt. Ich habe aus Versehen einen Fisch genommen. Ich versuche jetzt nochmal das Reh zu jagen. Oh, da kommen welche. Ich doofe Kuh hab den Fisch in der Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die kommen. Ihr alle bleibt cool. Und du bleib cool. Wir wollen euch nichts. Also ich gehe zum Feuer zurück, weil mir ist schon wieder kalt. Ja, ich komme mit. Und ich glaube, die haben jetzt auch kein Interesse an uns. Boah, wie schnell es einem kalt wird. Ja. Wahnsinn. Hier ist er, pass auf, pass auf. Ja, nicht noch nicht angreifen. Nee. Bleib weg! Hau ab! Zwei! Ja, jetzt müssen wir gleich angreifen. Nee, warte, geh mal hinter das Feuer. Mann, komm! Okay, Alter, kommt hier. Da kommt noch was, oder? Echt? Ich weiß nicht. Ich sehe auch nichts. Raus, tot. Ne, okay. Dann können wir jetzt weiter. Da legt das Reh, dann hole ich mir noch. Schon wieder? Da kommt wieder was. Da kommt wer. Ich sehe es nicht. Da, vor uns. Der leuchtet doch. Das ist ein kleines Eichhörnchen. Da vorne. Ist das Feuer aus? Der hat eine Laterne auf dem Kopf, der Typ. Dann müsste es eigentlich sehen. Ich gehe mal hin. Ey, bei mir hat er keine Laterne auf dem. Ist da noch eine? Ja. Oh Gott. Ich muss ganz schnell Medizin nehmen. Sonst bin ich gleich tot. Ich habe keine Medizin. Das war knapp. Lass uns nach Hause gehen. Ja, ich will auch nach Hause. Die sind alle böse. Oh Gott. Oh, das ist schon wieder was gemein. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah! Wo? Bei mir, ich hab kein Feuer an, komm, ich hab kein Feuer an. Bei mir ruckelt sie jetzt auch ein bisschen. Okay, das ist tot. Ja, wir können ja dann speichern und das Feierabend. Ja, lassen mal laufen da. Wir laufen jetzt hier mal lang. Ja, genau. Hilf mir bitte, hilf mir, ich hab keine Feuer. Jawohl. Als Strafe krieg ich den Kopf ab. So. Du hast bei mir die ganze Zeit das Feuer an. Ja, jetzt hab ich's an. Okay. Dann komm, lass uns los. Boah, die Medizin hat mir das Leben gerettet eben.
Ich habe nur noch komplett Blut gesehen bei mir. Guck mal, jetzt kommt nämlich erst das Boot. Stimmt. Und dann kommt unsere Hütte. Ist doch ein Stück. Ich hab gesagt. Ja, so weit ist es jetzt nicht, aber. Oh, guck mal, ein schöner Riesenbaum. Ah. Mach nicht kaputt. Den können wir auch nicht kaputt machen. Das ist echt hübsch. Der sieht fast aus wie diese komischen Spinnenmonster-Viecher von denen. So, hier können wir runter, dann kann ich mich kurz waschen, weil ich habe auch alles voller Blut. Du bestimmt auch, oder? Na, sehen tue ich nichts, dass ich Blut habe. Okay, ich bin sauber wieder. Wie macht man das? Und ich habe Hunger. Ich hau mir einfach ins Wasser springen. Aber okay. wenn du auf deine Uhr guckst, zeigt dir das eigentlich an. Dann ist da so ein roter Fleck, wo das steht. Wie esse ich das nochmal aus dem Inventar? Jetzt pass mal, ich hab gerade irgendwie was Komisches gehört. Ja, ein Vogel. Okay. Mit der Griff-Taste, ne? Alles, was du im Inventar hast, kannst du mit der Griff-Taste dann essen. Mhm. Nochmal schnell kaputt machen? Ja, ich kann nicht nehmen. Bist du denn kurz vorm Verhungern? Nee. Okay. Alles gut. Ah, vorm Verdurst. Ich hab noch Dosen mit. Nee, ich hab alles gut. Okay. Aber das Boot ist doch eigentlich auch ein sicherer Ort. Stimmt, da können wir auch speichern, ne? Naja. Ja, komm, dann speichern wir am Boot. Aber ich weiß nicht, wie gefährlich das ist, dahin zu kommen. Hier ist schon eine ganz gefährliche Schildkröte. Na komm. Geronimo! Machen wir uns einen schönen Segeltörn machen wir jetzt. Ja, genau. Bei Mondschein. Der sieht so riesig aus, der Mond. Mhm. So, na super. Ja. Ich würde hier am liebsten aufräumen, wenn ich das ganze Ding hier sehe. Ja, hier sieht es echt furchtbar aus. Okay. Dann speichern wir. Ja, das war's dann, oder? Machen wir hier erstmal Schluss, oder? Ja. Es ist echt nett hier, also hier kann man bleiben. Auf jeden Fall.